Godzilla und Kong kehren für ein brandneues Abenteuer zurück. Der mächtige Kong und der furchterregende Godzilla müssen gegen eine kolossale, noch unentdeckte Bedrohung antreten, die in unserer Welt verborgen liegt und ihre Existenz sowie auch unsere eigene bedroht. Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute haben wir ein mächtiges Review, mächtig deshalb, denn alleine diese Umverpackung zu diesem riesen Godzilla Kong The New Empire Mega Heathrow Godzilla hat hier eine Größe von 38,5 cm in der Höhe, 30,5 in der Breite und 15,5 in der Tiefe. Godzilla hat hier Leucht- und Sound- und auch Nebeleffekte. Sprich, er kann hier seinen Hitzestrahl, zumindest angedeutet, durch unsere Wohnung schießen. Er hat einen tollen Hitzestrahlaufbau durch seine leuchtenden Rückenstacheln. Die Augen leuchten, glaube ich, auch noch mit. Und er hat auch noch einen Sound. Und das alles schauen wir uns heute in diesem Video an. Ist ein Riesenteil, war die ganze Zeit ziemlich teuer. Jetzt gehen die Preise ein bisschen runter. Jubel, jubel, freu, freu. Und darum habe ich mir den hier mal geleistet. Kong habe ich hier auch neben mir stehen. Und gerade sind ja nochmal Riesenversionen von den beiden erschienen. Die haben, glaube ich, jeweils irgendwie was mit 70 oder 80 cm. Nicht so Hammer finde ich halt, dass die großen Figuren im Prinzip genau die gleichen Details haben wie die kleineren. Und das ist bei so großen Figuren ein bisschen schade. Da hätte man sich ruhig noch ein bisschen austoben können. Gerade was die Beschuppung von Godzilla oder halt das Fell von Kong angeht. Ja, wir haben hier wieder zwei Teile, das heißt, wir müssen den Schwanz an Godzilla anstecken. Batterien sind, wenn ich das richtig gesehen habe, schon drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich mache das hier vor der Kamera und entsprechend hört ihr dann auch meine Reaktion. Finde ich es gut oder finde ich es eher lame? Dann haben wir hier auch noch einen Beipackzettel mit so einer Wasserpinpette oder wie man das Ding nennt, dabei. Wie immer, lasst uns hier mal ganz schnell die Umverpackung anschauen und dann geht's hier los mit dem Unboxing. Ich wünsche euch und mir ganz viel Spaß. Ja, wie ihr es euch denken könnt, das Display ist so riesig, dass ich es kaum komplett hier vor die Kamera bekomme. Hier oben wie immer Masterverse Godzilla Kong The New Empire. Hier auch der Hinweis, try me, versuch's doch mal. Hier haben wir den Button und hier drücke ich jetzt erstmals drauf und werden wir mal hören, was Godzilla so von sich gibt und vielleicht sehen wir hier auch schon einen Effekt an den Rückenstacheln. Ich bin sehr gespannt und okay, also die Rückenstacheln bauen sich tatsächlich auf und das Auge hat auch geleuchtet. Wenn ich die Lampen später zur Seite drehe, dann sehen wir es besser, aber ich drücke nochmal drauf. Okay, das Maul leuchtet hier auch. Nochmal. Okay, ist cool, auf jeden Fall. Und das waren jetzt auch drei Geräusche, ne? Ja, wunderbar. Die Rückenstacheln sind hier pink, das kannst du anders nicht sagen. Ja, geh mal ein Stückchen weiter runter. Auch die Schwanzspitze ist hier definitiv pink oder rosa. Hier sehen wir auch eine Abbildung. So sieht es dann aus, wenn er hier Feuer spuckt. Das ist natürlich Wasser, Nebel. Das heißt, das Wasser, was wir ihm einfüllen können, wird dann verdampft. Und dazu braucht es auch ordentlich Batterien. Und ich habe ja schon gesehen, sind drei AAA-Batterien drin. Also wunderbar, Batterien, die ihr hier überall bekommt. Standard. Und das ist super. Ja, hier die beiden Hauptcharaktere auf der Seite. Nochmal der Schriftzug zu erkennen. Godzilla, Kong, The New Empire. Dann hier nochmal das Produktbild in allen möglichen Sprachen. Hitzestrahl mit Nebel. Auf der Rückseite haben wir ihn ganz groß abgebildet. Oben der Text, den ich euch am Anfang vorgelesen habe. Und hier halt einfach nochmal das ganze Gedöns. Monster Battle, Lichter und Sound. Sehr schön. Auf der Unterseite, ja, seht ihr halt, dass wir sein Hinterteil dran stecken müssen. Enthält ein Mega Heathrow Godzilla, eine Pipettenflasche und extra Schaumersatz. Was? Schaum? Okay, wie auch immer. Ich hol den guten mal ganz schnell aus der Verpackung. Ist hier mit so schwarzen Plastikbändern, Kabelbindern angebracht. Und hier auf der Seite
ist die Pinpette. Kann man sehen? Also wenn das Ding hier mal live vor Ort kauft, sollte das auf jeden Fall drin sein. So, als erstes werden wir hier mal einen Blick auf die Beschreibung, die beiliegt. Natürlich alles mehrsprachig und ja, wir können den Kopf hier auseinandernehmen und da wird warmes Wasser dann eingefüllt mit dieser Pinpette, ne, hier oben. Dann hier noch der Sitz der Batterien, die sind natürlich am Bauch unten. Hier nochmal eine Erklärung zusammengefasst in einer anderen Sprache. Das Ganze wird halt durch unseren Knopf seitlich ausgelöst. Rückseite aber nichts drauf. Apropos alle möglichen Sprachen. Hier ist nichts in Deutsch, ne? Aber ihr braucht es eigentlich auch nicht, denn es ist im Prinzip selbsterklärend. Ja, also es ist jetzt keine Wissenschaft. Das hier ist die Pinpette, die wir hier mitkriegen. Die ist transparent, damit wir sehen, wie voll das hier mit Wasser steht. Und das ist der Verschluss, da ist so ein kleiner Schaum dran, das ist das, was Sie hier gemeint haben. Und das wird dann in den Kopf reingesteckt, damit die Geschichte hier dicht ist. Ne? Hier seht ihr das. Und so wird es quasi reingeschoben und nochmal rumgedreht. Dann ist die Birne dicht, so sieht's aus. Ja, dann komm, werfen wir doch mal einen Blick auf diesen Gummi. Schwanz. Ja, toll, die Details hier jetzt mal richtig groß zu sehen. Dieses Rosa ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dass die in der evolutionierten Version jetzt rosa oder am Anfang haben sie ja gesagt, nee, ist dunkelrot, ist nicht rosa. Ja, hallo? Das hat schon ein bisschen was von Barbie, ne? Barbie-Kumpel. Heieieiei, ne? Also, hier seht ihr halt die Schuppen in groß, aber es ist im Prinzip genau gleich wie die kleineren Godzillen, die es gibt. Ich sag ja, mehr Details findet ihr bei diesem großen Modell auch nicht wirklich. Hier die breit gezogenen Schuppen auf der Unterseite und da haben sie noch so ein Grau drauf gesprüht und alleine dieses Hinterteil wurde hier zweimal verklebt. Ne, ist also nicht ein Stück. Ab hier nach hinten ist es ein Stück. Ihr seht, hier wurde es verklebt. Dann hier nochmal. Hier kann man das, glaube ich, gut sehen. Ja, und dieses Altrosa wurde auch drauf gesprüht, hinten eher drauf gemalt. Also sind nette Details, aber wie schon gesagt, nicht mehr Details als bei den kleineren Figuren. Und das Ganze stecken wir dann einfach unserem Godzilla ans Hinterteil. So, den habe ich hier und der kann sogar ohne sein Hinterteil stehen. Ich brauche jetzt, glaube ich, gar nicht allzu sehr auf die Details eingehen, denn wir haben die Figur schon zigtausendmal besprochen. Warum nochmal? Aber ich zeige es euch nochmal ganz grob. Zuoberst natürlich sein Kopf mit dem Teil, was wir hier abnehmen können. Das schauen wir uns alles gleich noch an. Die Augen, wie schon gesagt, leuchten. Ist halt dunkel, aber transparent. Das Maul, die Zähne haben sie bemalt in so einem Creme. Ton. Die Zunge ist auch in dem gleichen Rosa bemalt. Ich weiß jetzt gar nicht, hat sich das Maul bewegt, als der Sound kam? Hier ist auf jeden Fall eine kleine Feder drin. Ich kann es aber von Hand nicht zusammendrücken, ohne dass ich hier was kaputt mache. Okay? Also, das soll so, nehme ich mal an. Hier hinten sieht man die Lampe, die dann leuchtet. Ja, ihr seht ja die Details, die Schuppen. Hier ist schätzungsweise eine Schraube drin, die sie verblendet haben. Ne, man sieht das Teil, was hier aufgesteckt wurde. Das Material ist hier Plastik. Man hört es auch. Die oberen Kopfstacheln, die haben sie in diesem Rosa bemalt. Dahinter wird es transparent. Wo habe ich? Ja, hier habe ich meine Taschenlampe. Ich strahle mal von hinten drauf, dann seht ihr das. Also leuchtet wunderbar durch, muss es auch, denn unten sitzen die LEDs, was das alles hier zum Leuchten bringen. Die großen Stacheln sind natürlich sehr beeindruckend. Das hier ist aus Gummi, dieser ganze Aufsatz, damit hier nichts abbrechen kann, falls euch die Figur mal runterfällt. In den Schuppen drin seht ihr auch so kleine Details, wie so Flammen skulpturiert, was mir auch gut gefällt. Dann hier etwas größere Schuppen, die hier über den Rücken gehen. Hier übrigens auch nochmal eine verblendete Schraube, genauso wie hier unten. Das kann man an diesen kleinen ovalen Teilen sehen. Ja, die Schuppen hier relativ grob skulpturiert. Hier ist ziemlich verrückt. Und nach unten gehen sieht es halt aus wie so Schuppen oder Osteodermchen oder so. Ne? Ist gar nicht so einfach mit dem Riesenteil hier zu hantieren. Die Arme könnt ihr bewegen auf beiden Seiten. Die Hände
ebenfalls. Das ist sehr schön, das gefällt mir gut. Die Krallen haben sie ja auch in diesem graubraunen Ton bemalt, rundherum, was mir gut gefällt. Hier am Hals ist auch eine verblendete Schraube, also es findet ihr wirklich viele. Was die Schuppen angeht, an den Armen, ich kann nur sagen, vergleicht es mit den kleineren Figuren. Ich habe ja auch einen kleineren Godzilla da, den stelle ich dann gleich nochmal daneben. Hier hinten auch noch dieser Auswuchs, was sie ebenfalls bemalt haben. Hier ist die Stelle, wo der Sound rauskommt. Hier unser Knopf, wo wir das Ganze aktivieren. Steht ein bisschen raus, aber stört jetzt von weiter angeschaut nicht wirklich. Ich mache jetzt das Bild nicht kaputt. Ist halt eine Actionfigur. Ja, Godzilla ist ja in dieser evolutionierten Form relativ schlank an der Hüfte. Dann hier die Schenkelschuppen und solche herausstehenden Schuppen, Dornen oder wie man das auch immer nennen möchte. Ihr seht's ja, ich brauche da echt gar nicht viel dazu sagen. Die Füße unten könnt ihr auch noch drehen. Ist sehr gut, um bestimmte Posen machen zu können. Ist allerdings hohl. Die ganze Figur ist hohl. Sie haben die Krallen auch nicht rundum bemalt. Nur von oben in diesem hellen graubraunen Ton. Hier genau das gleiche. Auch innen wurden ein paar Schuppen skulpturiert. Hier haben wir das Batterienfach. Braucht ihr dann Schraubenzieher, um das aufmachen zu können. Hier auch noch so eine verblendete Schraube. Ne? Hier kann man sehen, so eine Tropfenform. Genauso wie hier hinten. Also ihr findet das überall. Ja? Also Schrauben ohne Ende. Aber ich finde es toll, dass sie es verblendet haben. Das sieht schon klasse aus. So, und hier an diesem Balljoint müssen wir natürlich den Schwanz anstecken. Überall, über den ganzen Körper verteilt. Unten haben sie ihn auch wieder in diesem Grau besprüht, genauso wie die Innenseite der Arme und auch der Schenkel, wie man hier ebenfalls sehen kann. So, ich stecke das Hinterteil mal an und das geht auch sehr leicht, total easy. Also so sieht er aus, wenn er fertig ist, und ich kann euch sagen, das Ding ist verdammt beeindruckend. Meine Güte, was für ein Riesenteil. So wie er jetzt hier vor uns steht, hat er eine Höhe von 34 cm und ist knapp 60 cm lang. Also es ist der Hammer. Es ist ein Riesenteil. Jetzt stelle ich mal einen normalen Godzilla daneben, damit ihr das mal seht. Hallo, kaum sichtbarer Mini-Godzilla, okay? Also so sieht es aus, nur damit ihr das mal gesehen habt. Also ihr kriegt da schon was fürs Geld, aber wie schon gesagt, der Originalpreis, wie es angeboten wurde, war selbst mir zu teuer. Ich habe ein bisschen gewartet. Und jetzt wird es hier auch schon teilweise ordentlich runtergesetzt. Also vielleicht geht's auch noch ein bisschen weiter runter bis nach Weihnachten oder so. Problem ist dann halt, dass Mistoys nicht mehr nach Hause liefert, sondern müsst halt im Laden abholen. Ist ja immer so. Ja, also, das auf jeden Fall Hammer. Mal gucken, ob ich's irgendwie auf dem 360-Grad-Dreh draufkriege, denn ja, es ist halt wirklich verdammt groß. Mal schauen. So, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal die Soundgeräusche und die Lichteffekte an. Und natürlich nicht zu vergessen, der Nebel. Der Hitzestrahl. Ich bin gespannt. Okay, also wir hören uns hier nochmal die Sounds an. Sind es 3 Stück oder sind es mehr? Okay, einmal. Zweimal. Okay, dreimal. Ja, also es sind 3 Sounds. Ich mache jetzt hier mal meine Lampen ein bisschen auf die Seite, damit ihr die Effekte hier einfach ein bisschen besser seht. Ist toll, gerade wenn sich so der Hitzestrahl aufbaut. Also ihr seht, es passiert im Prinzip immer das Gleiche. Die Stacheln bauen sich auf, Augen, Maul leuchten und die Stacheln blenden einfach wieder aus. Mehr ist es nicht. Ist cool, aber ist auch ein bisschen ernüchternd, oder? Jetzt werfen wir hier noch einen Blick in das Maul, wenn es leuchtet.
Okay, und ihr seht, es öffnet sich ganz leicht, wenn ich hier drauf drücke. Mehr ist es aber auch nicht. Also. Darum sagte ich ja, nicht zu viel dafür ausgeben. Es gibt ja auch den voll animierten Godzilla, der hier auch laufen kann, ist nicht von Playmates. Der ist auch cool, aber hat die ganze Zeit über 70 Euro gekostet. Würde ich dafür aber ehrlich gesagt auch nicht ausgeben. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es in seinem Kopf hier ausschaut. By the way, hier hat es einen kleinen Farbabrieb. Kann man sehen, ja, ne? Man zieht runter durch. So, das Ding müssten wir jetzt eigentlich so abnehmen können. Ja, das ist schon. Alles klar. Mehr ist es gar nicht. Und ich sehe hier schon so eine Verschraubung drin. Das heißt, das Teil, was wir mit dabei haben, ist einfach ein Ersatz. So, man muss es aber, glaube ich, gar nicht rausschrauben. Man muss nur hier das Wasser reintröpfeln, wenn ich das richtig verstehe. Und das mache ich dann halt mit diesem Teil und das kann man hier dann reintröppeln, bis das Wasser halt irgendwie hier oben steht und dann wird es auch gleich verdampft. Da bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze hier kommt. Also ich denke mal, so sieht man alles, ja? Und das Draufsetzen gestaltet sich genauso einfach, ne? Hier sieht man es halt ein bisschen, wo es eingesetzt wird, aber ja, komm. Es ist Playmates Toys. Da darfst du, solltest du nicht zu viel erwarten. So, aber das wollte ich doch nochmal ganz schnell zeigen. Das Ding rausholen, einfach ein bisschen drehen und dann so rausziehen. Und hier ist so eine kleine Gummidichtung dran und vorne halt das Schwämmchen. Das Schwämmchen könnt ihr auch rausnehmen. Also wenn das mal rausfällt, ist kein Problem. Einfach wieder reinstecken und wieder da reinschrauben. So, nehmen, reinstecken. Und dann entsprechend so wieder reinsetzen, reindrücken, dass die Dichtung drin ist und wieder drehen. Dann ist es fertig. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Wasser. Hier ist meine Pimpette. Drücken, rein und einfach so wieder loslassen. Dann habt ihr hier Wasser drin, ne? Wunderbar. Jetzt gehen wir eine Etage höher. Und zwar zur Birne von Godzilla. Und jetzt tröppel ich das hier mal ein bisschen rein. Mal gucken, wie viel. Oh, ich glaube, das ist schon voll. Noch ein bisschen. Ja, ich glaube, das reicht schon, oder? Ja, fertig, aus, ab. Also, ihr braucht da gar nicht viel. Dann setzen wir das Ding hier wieder auf den Dez. Und jetzt bin ich mal gespannt. Fängt da gleich an. Ich tue mal die Lampe ein bisschen auf die Seite. Und wir gucken, was passiert. Noch kommt nichts. So, ich drücke nochmal. Jetzt müsste es eigentlich kommen. Und... Jetzt kommt's. Und wie? Ach du liebe Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Moment, die Lampe noch ein bisschen näher. Und nochmal. Und? Seht ihr das? Könnt ihr sehen? Jetzt raucht's hier wie blöd. Mein ganzer Arm ist schon nass. Aber es braucht immer ganz kurz ein bisschen. Jetzt geht's los. Ja? Also, ja, wenn ich es mit der Lampe anleuchte, vielleicht geht's dann besser. Moment. Jetzt sieht man's. Jetzt sieht man schön den Qualm hier. Aber das Problem... Na, was heißt Problem? Er spuckt halt erst kurz nachdem er gebrüllt hat, ja? Also das war damals bei Toothless, bei Ohne Zahn, war halt auch von Spin Master um Klassen besser. Ich drück nochmal. Jetzt kommt's wieder. So sieht man's. Ah, oh, ist Wasser schon alle? Moment. Nochmal. Ja, ist Wasser schon alle. Muss wieder Wasser nachfüllen. Übrigens, hier oben ist auch noch so eine kleine Gummi. Dichtung dran, damit wenn er mit dem Godzilla spielt oder wenn er umkippt, damit das Wasser auch drin bleibt. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter zurück, damit wir mal sehen, wie weit er auch tatsächlich spuckt. Mal gucken, ob wir wieder ein paar Anläufe brauchen. Ja, nee, es geht schon, es geht schon. Jetzt ist es einigermaßen warm. Also, ja. Das, ja. Nochmal. So, ihr seht's, ne? Also es kommt ordentlich was raus. Aber irgendwie... Komm schon,
Jetzt kommt schon wieder gar nichts mehr, oder was? Komm, du bist doch voll. Jetzt, so. Ja, also, das ist schon lame. Ohne Zahn war um Klassen besser. Das Video findet ihr bei mir auf dem Kanal, ne? Das ist schon sehr einfach, möchte ich mal sagen. Es ist halt Playmates. So. Ich glaube, wenn ich die Lichter komplett ausmache, warte mal, ich mach mal komplett aus, ob man dann das Rot aus dem Maul noch sieht. Und? Oh, man sieht's kaum, ne? Ne, man sieht's kaum. Man sieht so einen kleinen, dünnen, feinen Strahl. Ah je. Also. Das ist schon sehr einfach. Aber wenn ich jetzt schon so dunkel habe, seht ihr nochmal den Aufbau von seinen Rückenstacheln. Und wie die Augen und sein Maul hier leuchten. Ne, das ist auf jeden Fall cool. Nochmal von vorne. So, muss gucken, dass man meine Kamera nicht ansprüht. Okay, also, was das Leuchten der Stacheln, der Augen und vom Maul angeht, sehr cool. Der Plasmastrahl mit dem Wasser hier. Also ich find's lame. Ich kann nur nochmal sagen, ohne Zahn, toothless, hat nach dem Speien noch ein bisschen nachgeraucht und der Strahl war dann auch wirklich blau. Zumindest habe ich es noch so in Erinnerung. Und das hier ist einfach zu schwach. Darum, ich kann es ja nochmal sagen, es ist eine coole Figur, alleine schon die Größe ist klasse. Die Sounds auch gut, gefallen mir. Oh, schaut mal, jetzt sieht man es auch nochmal. Aber das hält sich. Also für den Preis, was Playmates da oder Smith Toys verlangt. Das, überlegt euch das gut. Ne? Also ihr seht, er nebelt noch ein bisschen nach. Ich möchte einfach nochmal das Produktbild daneben halten. Ja? Und jetzt nochmal Godzilla einschalten. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Er raucht ein bisschen, ja, das ist cool, aber das ist halt feuchter Atem, mehr ist es nicht. Also das seht ihr hier definitiv nicht. Ich mache die Lampen nochmal ein bisschen auf die Seite. Ihr seht das Auge und das Maul leuchten, aber der Strahl an für sich kaum. Also wirklich kaum. Klar, es ist hier verdeutlicht, aber trotzdem. Also bitte. Den Effekt habt ihr hier so wie dargestellt, in dieser Intensität nicht. Das möchte ich damit sagen. Ja, ansonsten, es ist schon eine coole Figur. Godzilla, je größer, umso besser. Man muss halt mit diesem Rosa hier oder Magenta oder Pink klarkommen. Und wenn man mit dem bisschen Rauch seine Freude hat, dann ist doch alles okay. Von dem her. Also, es ist... Wie es ist, da muss sich jeder sein eigenes Ding dazu denken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn da habe. Er hat eine tolle Größe, ist ein Riesenbrocken und das ist halt ein schönes Gimmick. Was mir sehr gut gefällt, ist der Aufbau von den Stacheln, dass das hier vorne leuchtet. Finde ich klasse. Hier hängt ein Riesentropfen mittlerweile, dass sich natürlich die Feuchtigkeit hier sammelt. So, einfach mal absaugen. Ne? Also ordentlich. Nicht über wichtigen Dokumenten strahlen lassen, ja? Denn wenn es runtertropft, wäre es vielleicht nicht ganz so vorteilhaft, ne? Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Jetzt lasse ich den Guten hier noch in 360 Grad drehen. Falls ihr den auch bei euch zu Hause habt oder vorhabt, ihn euch zu kaufen, ich wünsche euch hammermäßig viel Spaß damit. Der Sound ist okay, hätte von mir aus gerne noch ein bisschen lauter werden dürfen. Was den Nebel angeht, ja, ist schon in Ordnung. Er tut, was er tun soll. Aber ganz so spektakulär wie auf der Abbildung sieht's halt nicht aus. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber ist schon ein cooles Teil. Also ich mag den. Er ist klasse.
Und was ich gar nicht erwähnt habe, ihr könnt die Arme nicht nur nach vorne und hinten machen, ihr könnt sie auch ein bisschen so nach außen bewegen. Okay, das möchte ich hier nicht vergessen zu erwähnen. Was die Füße angeht, die gehen tatsächlich nur vor und zurück. Was das Posen angeht, ihr wisst, ihr könnt nicht viel machen mit den Figuren. Im Prinzip die Pose, die er jetzt hat, die hat er halt ganz einfach. Du kannst mit den Armen noch ein bisschen was machen, dann ist gut. Wobei, wenn du die Arme halt irgendwie nach oben machst, kannst du halt diese Running Action Hero Pose nachmachen. Ja, wer es braucht, ne? Aber das ist gegeben. Genauso wie der Wassersabber, der hier raustrüllt. Also aufpassen, wo die Figur, wo er Godzilla brüllen lässt. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Komm, der Kleine darf ja auch nochmal brüllen. So sieht's aus. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay!